ist wieder Peggy von PJs Ideenreich. Ich bin unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin aus Ravensburg und habe heute wieder ein KLTG-Set für euch mit dabei. Und zwar das vierte und das letzte in diesem Jahr. Ich bin heute ein bisschen spät dran, aber wie das halt so ist im Dezember, die Zeit wird irgendwie nicht mehr. Der Stress schon. Aber egal. Ich möchte euch heute erstmal das KLTG Action Set vorstellen. Stört euch nicht dran, meine Katze meinte unbedingt auf dieses schöne, raschelnde, auf diesen schönen raschelnden Umschlag klettern zu müssen. Wie gesagt, lasst euch nicht stören. Ich möchte euch heute den Inhalt des KLTGs zeigen. Und wie ihr das bekommen könnt, ist ganz einfach. Ihr könnt, also ich mache diese Sets jeden Monat einmal. Und ihr könnt immer zum ersten des Monats dieses Set bestellen. Es ist kein Abo, es ist auch keine Verpflichtung, das nächste zu nehmen und so weiter. Genau, so. Und wenn ihr das zum ersten bestellt, bekommt ihr es bis spätestens 15. Ich hoffe, das hat dieses Mal noch geklappt. Ich war nämlich, wie gesagt, sehr spät dran. Meine aber, dass alle ihr KLTG-Set bekommen haben. So, und aus diesem KLTG-Set dürft ihr egal was basteln. Das sind immer Papiere, Accessoires, Designerpapiere. Ich bemühe mich immer neue, also wenn wir jetzt gerade einen Umsprung haben auf einen neuen Katalog, wie jetzt zum Beispiel auf den Mini-Katalog, versuche ich schon neue Produkte in dieses Set zu packen. Dann versuche ich immer mal wieder was, wo ihr euch ausprobieren könnt, reinzupacken. Klappt natürlich nicht immer, weil manchmal hat man einfach auch schon solche Sachen. Aber umso besser, dann wisst ihr ja schon, was ihr damit machen könnt. Genau. Also ihr dürft ein Projekt machen, oder auch mehrere Projekte, so viele wie ihr wollt eigentlich. Dann dürft ihr mir Fotos zusenden und hüpft somit in den Lostopf, um das nächste KLTG-Set zu gewinnen. Und zu jedem 15., wie eben heute, kommt eine Zusatzaufgabe. Und diese Zusatzaufgabe wird ab 10 Teilnehmern, die wir leider noch nicht sind, ich hoffe, das schaffen wir jetzt bald, die Zusatzaufgabe auch noch belohnt, indem meine Besucher von meiner Fanpage den Ordner, in den dann die Zusatzaufgabe samt den Bildern von den jeweiligen Teilnehmern ohne Namen veröffentlicht wird, dürfen die Besucher dann eben liken und wer die meisten Likes hat, der bekommt dann ein kleines Geschenk von mir zugesandt. So, eigentlich erst ab 10 Teilnehmern, aber mein Weihnachtsgeschenk an meine Teilnehmer dieses Mal ist, dass wir dieses Mal auch die Zusatzaufgabe mit einem kleinen Geschenk versehen. Sprich, heißt für euch, ab auf meine Seite und die Zusatzaufgabe meiner Teilnehmer liken, was euch am besten gefällt. Das würde mich riesig freuen und das würde sicherlich auch meine Teilnehmer freuen. Sollten 2 Teilnehmer oder 3 Teilnehmer gleich viele Likes haben, dann wird auch da wieder ausgelost. So, und jetzt beginnen wir aber endlich. Jetzt möchte ich euch zeigen, was in diesem tollen Set ist. Und dazu kippe ich es einfach mal aus. Ja. Gut. Also, ich habe hier einmal 2 Blatt Designerpapier. Das ist von unserem neuen Designerpapier. Jetzt habe ich das falsche Designerpapier gegriffen. Das ist von unserem neuen Designerpapier, besonderes Designerpapier Frühling in Paris. Davon gibt es 2 Blatt in 6x6 Inch. Da haben die Teilnehmer unterschiedliche Blatt. Ich habe darauf geachtet, dass sie einmal ein relativ großes Motiv und einmal ein sehr detailliertes Motiv haben. So von der Rückseite. Dann gibt es natürlich wieder ein Tütchen. Ah, Moment, das machen wir nachher. Hier haben wir einmal die Regeln und den Inhalt beschrieben. Und jetzt haben wir hier noch 3 Blatt Farbkarton. Einmal Blütenrosa, Aquamarin und Chili. Und einen extra starken Farbkarton in Flüsterweiß. Flüsterweiß und Vanille pur darf normalerweise immer kombiniert werden. Da das aber extra starker Karton ist, habe ich ihn mal dazugelegt. So, und jetzt gucken wir noch ins Täschchen rein.
Da haben wir einmal so ein schönes Band in Blütenrosa mit Goldkante. Wir haben zwei von unseren kleinen Mini-Schächtelchen. Und ich habe noch dazu gepackt unsere Strasssteine in Champagner. Das ist auch ein neues Produkt. So, und daraus dürft ihr, wenn ihr das habt, einfach machen, was ihr wollt. Heute möchte ich euch aber natürlich noch die Zusatzaufgabe präsentieren. Ich lege das mal kurz beiseite und dann zeige ich euch die Zusatzaufgabe. Was ich ganz vergessen habe zu erwähnen, in jedem KLTG-Set ist noch ein 6x6 Inch Stück großes Papier in Schwarz, in Glanzkarton. Unser Glanzkarton in Schwarz ist noch mit dabei. Der hat für mein Set einfach nicht mehr gereicht. Ich hatte nicht mehr genug da, von dem her müsst ihr euch den jetzt einfach dazu denken. Schwarz deswegen, da unser Designerpapier in Blütenrose, Aquamarin, Chili und Schwarz sowie Flüsterweiß gehalten ist. So, jetzt die Zusatzaufgabe. Und zwar habe ich mir wieder einen Kartensketch rausgesucht. Ich glaube, so kleine, unkomplizierte Projekte sind um die Weihnachtszeit oder auch danach relativ gut. Und wenn man durch einen Kartensketch schon eine Idee hat, wie man eine Karte machen könnte, finde ich das eigentlich ganz angenehm in stressigen Situationen. So, die Farben auf diesem Kartensketch sind vollkommen egal. Ihr könnt eure Karte hochkant machen, ihr könnt sie im Querformat machen, ihr könnt sie quadratisch machen, auch das ist wurscht. Ihr könnt eure Karte matten, ihr könnt sie nicht matten, ihr könnt plan arbeiten, auch das ist alles egal. Aber ihr braucht ein längliches Element im oberen Bereich, ihr braucht ein Element, auf dem euer Text steht, das ist auch egal, ob das rund ist oder eckig oder also quadratisch oder egal, Hauptsache es steht Text drauf. Dann sollte unter dem Text was los sein. Das müssen keine drei Streifen sein. Das werde ich euch ja nachher aber auch schon zeigen, denn ich habe so ein kleines, ich habe so eine Idee im Kopf. da seht ihr dann, dass das auch abgewandelt werden kann. Und hier unten muss natürlich auch kein Stern sein, sondern ein Motiv eurer Wahl. Es sollte aber kein Text sein, sondern wirklich eine Art Motiv. Ob das jetzt ein gestalteter Hintergrund ist, der an der Stelle sehr auffällig ist, oder ob das jetzt wirklich ein direktes Motiv ist, ob das gestanzt ist, ob das gestempelt ist, das bleibt vollkommen euch überlassen. Gut, dann fangen wir jetzt an. Ich habe mir meine Sachen schon zurechtgelegt und möchte einen Kartenrolling aus dem extra starken flüsterweißen Papier machen. Und dazu schneide ich mir einmal 14,5 raus, drehe mir das Papier und falze, ihr seht gar nichts, sehe ich gerade, jetzt ist besser, und falze bei 10,5, dann habe ich genau die Mitte. So. So, dann hätte ich gerne einen Kartenaufleger in Blütenrosa, den schneide ich mir 14 mal 10. Und schließlich nehme ich mir nochmal den Flüsterweißen her. Oder ich nehme gerade dünnen. Das ist ja bloß ein Aufleger. Und schneide mir den auf 13,5. Upsala. 13,5 mal 9,5. So habe ich eine Mattung, die an allen Kanten immer 0,5 kleiner wird. Jetzt kann mein Papierschneider auch schon weg. Die lege ich beiseite. Und dann habe ich mir das neue Set Ewige Blüten rausgenommen. Oder hergenommen. Und zwar möchte ich gerne mit den Blüten arbeiten. Ich finde die so schön. Und auch diesen Spruch hier. Aber das seht ihr gleich. Zuvor muss ich natürlich noch aus dem Designerpapier, das habe ich jetzt ganz vergessen, mir einen Streifen schneiden. Und zwar wird das vom Kartensketch dieser Streifen. Und ich schaue gerade mal wie rum. Ich glaube so rum. Und den schneide ich mir 2,5 breit. Und weil mein oberer
Kartenaufleger 9,5 ist, mache ich mir auch 9,5 lang. So. Genau, jetzt passt er nämlich hier oben schön hin. Jawohl. Gut. Machen wir gerade mal mit dem weiter. Ich nehme hier unser doppelseitiges Klebeband her und ziehe mir da ziemlich mittig einen Streifen. So. Und darauf möchte ich mir noch Band aufbringen. Ich finde, das sieht ziemlich schick aus. Und das Band lasse ich aber links und rechts ein bisschen überstehen, damit ich nachher mein Band unter meinem Kartenaufleger befestigen kann. So. Und wenn ich das habe, könnte ich das schon aufbringen, aber ich habe noch was anderes vor. Also lege ich das beiseite, schneide mir das natürlich noch ab. So. Und jetzt nehme ich mir mein Stempelset her. Den großen Zweig möchte ich nur ansatzweise unten im Eck haben. Das wäre dann quasi mein Motiv. Genau. Das stempel ich mir mit Memento. Achte drauf, dass das schön... Ups, jetzt wackelt ihr, oder? Nee, bei euch geht's. Schön flächig eingefärbt ist. Und setze mir das hier unten hin. So. Genau. Dann nehme ich mir noch die andere Blüte. Ups. Entschuldigung. Und möchte die jetzt, wie ich vorhin erwähnt habe, ich sehe gerade, da gibt es auch noch ein Blatt. Dann nehme ich das eine Blatt gerade noch mit dazu. So. Möchte ich das jetzt unter meinem Streifen platzieren. Also wenn der Streifen ungefähr hier ist. Also seht ihr hier die Elemente. Das müssen keine drei Stück sein. Mir reicht, wenn das auch zwei Stück sind oder ein Element. Das ist auch in Ordnung. Aber ich möchte eben die Verbindung von hier nach da schaffen. Und von dem her nehme ich mir jetzt die Blüten. Also einmal die Blüte. Setze die mir hier hin. Und dann möchte ich noch ein Blatt. Ich könnte natürlich jetzt die Blüte ausschneiden und das Blatt so setzen, dass die Blüte hinter den Blättern verschwindet. Aber das zeige ich euch wann anders. Und dann setze ich mir die zwei Blätter noch hier hin. Und da das nachher so rüberkommt, sieht man nachher den Ansatz auch nicht mehr. Genau, ich glaube, ich mache es so. Jawohl. Gut. Und jetzt koloriere ich mir das noch. Ich habe mir dafür meine Blends allerdings in Zartrosa genommen, weil ich kein Blütenrosa da habe. Und die beiden Blends in Olivgrün. So, und damit male ich die Blüte jetzt mal eben schnell an. Thank you.
Ihr wisst ja, ich bin kein Kolorationsheld, aber mit den Blends geht das erstens mal super easy. Und ich habe auch gar nicht so sehr darauf geachtet, ich halte euch mal das näher, aus dem Licht raus, habe auch gar nicht so darauf geachtet, dass ich das vollflächig ausmal, sondern habe auch ein paar weiße Stellen gelassen. Ich finde, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. So, jetzt klebe ich mir mein Papier fest. So. Und mache mir auch hinten noch mein Band fest, damit es so ein bisschen verschwindet. Ich finde das immer schöner, wenn man hier keinen Bruch vom Band hat, weil Band neigt ja schon dazu, wenn man es nicht gerade ankokelt, was ja auch nur bei Kunststoffband geht, neigt dazu, eben auszufransen. Und wenn man das einmal umschlägt, dann hat man den Effekt nicht. Ich sehe gerade, ich habe so ein bisschen schräg drauf geklebt. Aber gut, das muss jetzt so bleiben. So, dann nehme ich mir noch meinen Wink of Stella und verpasse den Blüten ein bisschen Glitzer. Das fällt ja immer gar nicht so doll auf, aber ich finde, das gibt immer so einen letzten Schliff. Und gerade bei solchen Karten darf es einfach ein bisschen glitzern, finde ich. Gut, räumen wir mal die Stempel kurz beiseite. So, und dann nehmen wir uns unseren Spruch her. Ich habe mir den Spruch "Liebe hält die Zeit an und lässt die Ewigkeit beginnen" von Chuck Spezzano oder so rausgenommen. Und den werde ich jetzt ebenfalls mit Memento auf Flüsterweiß stempeln. Memento deswegen, weil ich es gerade da habe. Jetzt muss ich bloß noch meinen flüsterweißen Farbkarton finden. Hier. Da nehme ich jetzt wieder den ganz normalen. Also da brauchst du den extra starken nicht. So, stempel mir den einmal ab. Ja. Und dann nehme ich mir, ich sage immer Wolke, ich glaube, das ist ein Zieretikett oder so. Stanze aus dem Hauptkatalog. Und damit stanze ich mir jetzt meinen Spruch auf. Ich finde, das hat die Form hat so was locker luftig Leichtes und passt deswegen ziemlich gut zum Projekt. Hallo. Dann nehme ich mir Dimensionals und klebe mein Wölkchen auf meine Karte. Und lass das ruhig ein bisschen überstehen, weil ich das gerne mittig von dem Element haben möchte. Und ich möchte hier noch meine Schleife hin haben. Dazu binde ich mir gerade mal eine. So. Die muss ja nicht groß sein, nur so ein kleines Zierschleifchen. So gefällt sie mir schon. Und dann werde ich mir die hier anbringen. Die Seite hier ist nicht. So. Ich nehme jetzt ein kleines Stückchen
doppelseitiges Klebeband, weil ich meine Glodots gerade nicht hier habe. So rum ist es fast schöner. Und dann bringe ich sie mir auf. Ja, für Kurzentschlossene, ich habe gerade mal einfach die Position meiner Schleife geändert, weil es mir so einfach besser gefallen hat. So. Und jetzt klebe ich mir die Karte auf. Ich matte immer rückwärts, also ich beginne beim Kartenaufleger und werde quasi immer kleiner. Immer größer, nicht kleiner. Schon ist meine Karte zum Kartensketch fertig. Nochmal zum Vergleich. Ja. So, ich habe hier einmal mein Element mit meinem Text, dann habe ich unten dran die Verzierung und ich habe hier ein Motiv. Und der Streifen ist allein schon dadurch gegeben. Das habe ich dann noch verziert. Ich finde das passt ganz gut zusammen. Wenn ihr da jetzt noch Glitzersteinchen drauf machen würdet, würde das trotzdem noch dem Kartensketch natürlich entsprechen. Besonders, wenn die Glitzersteine eher mehr in diesem und in diesem Element angebracht sind. So, das war's. Habe ich euch auch gleich schon mit einer Fliege ein paar neue Produkte zeigen können. Und ja, die Magnolienblüte ist einfach ein Traum, beziehungsweise die Kirschblüte. Kirschblüte oder Magnolienblüte? Keine Ahnung. Ich liebe sie. Ja, in diesem Sinne, habt eine schöne kreative Zeit. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr, falls wir uns nicht mehr hören. Beziehungsweise falls ihr mich nicht mehr hört. Ich weiß nämlich nicht, ob ich dieses Jahr noch ein Video gebacken bekomme. Spätestens dann aber im nächsten Jahr. Und bis dahin wünsche ich euch einfach eine gute Zeit, kommt gut ins neue Jahr und bis bald. Tschüss!